Ja, vielen lieben Dank. Einmal zu Hause wahrscheinlich erwischt, einmal im Auto. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit nimmt, dass wir ein bisschen quatschen Ja. können. Meine erste Frage ist so ein absoluter Klassiker. Ich stelle sie jedem. Wie geht's euch denn momentan? Erzählt mal. Naja, eigentlich gar nicht so schlecht. Man könnte ja annehmen, es geht uns nicht so gut, weil wir immer noch nicht wirklich Konzerte geben können. Wir haben nur 2 von 13 Sommerkonzerten geben können. Die waren allerdings super geil, muss man sagen. Aber wir haben ja gerade eine Veröffentlichung gehabt. Am 17. September ist Instand besetzt unser neues Album rausgekommen. Und das ist sehr gut angelaufen, von 0 auf 7, also in die Top 10 eingestiegen. Und wir haben einen Haufen Gespräche, Interviews gehabt, so wie mit dir jetzt auch. Und also das fühlt sich rundum gut an, sagen wir mal so. Ja, Ja. ich komme hier gerade vom Wasser. Ich bin nämlich am Bodden mit meinem Boot unterwegs gewesen. Hier ist der Bodden, sieht man vielleicht. Und Ja. bin vom Regen geflüchtet. Und aber mir geht es auch schon alleine deswegen geht es mir wunderbar. Und Das ist schön. ansonsten natürlich total tolles Gefühl mit dem Album. Wir waren ganz viel unterwegs, wir haben ganz viele Interviews gehabt und Ja. das ist ja gut eingestiegen, wie Ritchie schon sagte, und wir sind sehr glücklich mit dem Album. Ja. Ja. Wenn ich euch jetzt fragen würde, ich meine, ich habe das Album auch schon gehört, aber wenn ich euch jetzt fragen würde, gibt es einen roten Faden oder gibt es ein Thema, was das Album behandelt? Was war euch wichtig? Was würdet ihr mir denn da antworten? Naja, es ist Na. kein Konzept, es ist, ja, willst Ja. du was sagen? Sag du, Oder, nee, sag. ja, es ist kein Konzeptalbum, jetzt, weil nach roten Faden, das hat immer so ein bisschen so den Hinweis auf eine Art Konzeptalbum, man hätte sich was überlegt. Also das Konzept, was hier zugrunde liegt, ist das Neuaufnehmen von einer bestimmten Auswahl alter Titel. Und das hat auch eine Geschichte, wie es dazu kam. Also wir haben ja 2019 eine Tour gemacht, die hieß 10 Alben, 10 Städte, 10 Shows. Das war praktisch eine exklusive Tour von begrenzt auf 10 Konzerte, wo jedes Konzert nur in der Abfolge Songs sozusagen nur einmal gespielt wurde. Das heißt, im Zentrum stand immer eines unserer offiziellen Studioalben. Und es wurde während und nach der Tour sehr stark nachgefragt, ob es davon ein Live-Album geben würde, mit den beiden neuen Stimmen, die wir ja dabei haben, Julia Neigel und Anna R. von Rosenstolz. Und da haben wir gesagt, nee, wir wollen eigentlich kein Live-Album machen, weil wir das in den 10er Jahren schon relativ häufig gemacht haben, immer in Folge des jeweiligen Studioalbums. Und haben uns dann entschieden oder überlegt, dass wir vielleicht ins Studio gehen könnten und könnten dort so Beatles-like, also sprich als gesamte Band aufgebaut und dann die Sachen nochmal neu aufnehmen. Ja? Also live aus dem Studio, wenn man so will. Das Ja. sollte so was, das die Besonderheit sein zu den vorhergehenden Live-Alben. Und dann kam Corona dazwischen, sodass wir das gar nicht haben so stattfinden lassen können, weil ja so viele Leute auf engem Raum singenderweise und Auch schwitzenderweise noch, genau. auch noch genau, dann haben wir gesagt, nee, das kann man auf keinen Fall so bringen. Und das war ja am Anfang wirklich, muss man sagen, eine ziemlich große Unsicherheit. Und dann haben wir uns dann verabredet, auf die konventionelle Art und Weise Studioalbum aufzunehmen. Bei dem Konzept blieb es, was diese Auswahl betraf von alten Songs. Und das Ergebnis sind 10 alte Songs. Aus den verschiedenen frühen Jahren neu aufgenommen, zum Teil auch ein bisschen umarrangiert auf subtile Art und Weise, würde ich sagen, und 3 ganz neue. So, jetzt habe ich aber hier, Ich jetzt würd, kannst du ich würde reden. noch, ich hätte noch einen anderen Gedanken hinzuzufügen. Also der rote Faden, nach dem du gefragt hast, der ist sozusagen eigentlich Silly, die Band, ja. Das ist, der rote Faden ist die Kontinuität sozusagen. Das Album zieht sich ja durch alle Dekaden. Uns gibt ja nun mittlerweile über 40 Jahre. Und irgendwie fasst das ganz gut zusammen, was uns ausmacht, ja. Und dass es eben auch funktioniert, obwohl wir schon wieder einen Wechsel hatten, ja, bei den Frontfrauen. Und trotzdem ist es, denke ich, als Silly zu erkennen, das haben uns zumindest eine Menge Leute bisher bescheinigt und wir haben auch das Gefühl, dass das ganz gut gelungen ist. Ja. Ja gut, ich sage, wie ihr gerade sagtet, ne, Platz 7 eingestiegen in die Charts, das ist ja schon mal was. Jetzt habe ich mich Ja. gefragt, klar, der Erfolg auf der einen Seite, aber wie seid ihr denn, wenn so ein neues Album rauskommt? Seid ihr dann so diese Perfektionisten? Wisst ihr, wie ich meine, die dann so davor sitzen, okay, jetzt noch nicht, das noch?
Oder sagt ihr auch irgendwann so, jetzt ist gut, jetzt ist da mein Baby, nimm es. Ja, das muss man irgendwann sagen. Also wir sind, aber das hast du schon ganz gut erkannt, wirklich, aber ich weiß nicht, da sind wir auch keine Ausnahme. Da gibt es wahrscheinlich doch einige mehr in unserer Branche, die dann immer noch nicht ganz zufrieden sind. Das ist vor allen Dingen in dem, im Bereich, wenn es dann in die Mixes geht, ne, in den, da ist wirklich, das ist schon manchmal eine Quälerei. Und wir sind ja ein demokratischer Haufen, das heißt, jeder hat seine Stimme. Und das kann sich schon mal ein bisschen hinziehen, aber irgendwann, ich meine, wir sind, haben auch, machen das lange genug, um zu wissen, dass man irgendwann auch losmachen lassen muss und dass an diesen Feinheiten, die das ja meistens betrifft, sich auch kein Song entscheidet. Ne? Das, ich muss dem widersprechen, wir sind wirklich ziemlich hart drauf. Also wir haben selbst nachdem das Vinyl schon fertig war, haben wir noch mal ein, zwei Kleinigkeiten an irgendwelchen Mischungen verändert. Okay, also doch so ein bisschen perfektionistischer. Naja, aber ja, ich habe ja nicht gesagt, dass wir nicht perfektionistisch sind. Ich habe schon gesagt, dass es ein quälender Prozess ist. Es gibt, glaube ich, wenige, die das so sehr weit treiben. Am Ende bleibe ich trotzdem bei dem, was ich gesagt habe. Diese Feinheiten sind am Ende, sagen wir, persönlich Geschmäckern oder persönlichen Geschmäckern oder was geschuldet. Die ändern grundsätzlich nichts am Song meistens, wenn man AB vergleicht. Wenn man sich eure Songtexte anhört, ich meine, es ist ja auch so eine bunte Mischung und ich habe irgendwie das Gefühl für mich, dass Silly sich so die letzten Jahrzehnte, muss man jetzt schon sagen, wie du sagtest, ne, 40 Jahre, ihr seid euch immer treu geblieben. Also ihr sprecht ja auch Themen an, die jetzt vielleicht andere anders ansprechen oder nicht ansprechen würden. Würdet ihr sagen, dass es wichtig ist, als Band oder als Kulturschaffende gerade auch mal da so den Finger manchmal in die Wunde zu legen? Ich fand das Hamsterrad sehr gut zum Beispiel. Also das macht die Band, glaube ich, aus. Das ist der Anspruch der Band seit vielen, vielen Jahren. Und wie du richtig bemerkt hast, ist es trotz dieser vielen Jahre und dieser Entwicklung, es gab ja auch bei uns eine Entwicklung und auch eine Veränderung. Die Alben sind bunt, die sind stilistisch sehr, ein sehr weites Spektrum, würde ich behaupten. Und das genau, sagen wir mal, die inhaltlichen Geschichten, die bei uns immer ganz weit vorne stehen, die spielen schon eine Rolle für uns. Und das ist unser Anspruch. Irgendwie, wir werden auch sehr danach bemessen, inwieweit das gelingt. Und wenn man sozusagen, auch wir haben mal uns ein bisschen verirrt, ja, auf dem einen oder anderen Lied. Und das wird sofort bemerkt. Und wir versuchen das natürlich dann auch wirklich auch für uns selbst zu korrigieren, ja. Ja, wie gesagt, interessant ist zu beobachten, gerade anhand dieses Albums, aber das haben wir natürlich vorher auch schon live irgendwie mitbekommen, dass also gerade in dem Bereich der jüngeren Leute, Fans, die dazugekommen sind, alte Songs neu entdeckt werden und textlich sozusagen in den Kontext von heute gestellt werden und wieder eine Gültigkeit bekommen, aus einer anderen Perspektive betrachtet. Das finde ich natürlich, oder finden wir total geil, weil das ist natürlich, besser kann es einem Lied gar nicht gehen als so. Ja, das ist sehr erstaunlich, auch für uns manchmal, ja, also das zu beobachten, dass so Dinge eben offensichtlich doch weitergedacht sind, als wir manchmal vermutet haben, also bestimmte Texte, ja, die sich eben sozusagen losgelöst von ihrer Entstehungszeit auch heute wieder bewahrheiten oder in irgendeiner Form, wie Richie schon sagte, wiederfinden lassen. Ja. Okay. Ich habe jetzt bei der nächsten Frage echt lange überlegt, wie ich sie formulieren soll, weil ich nicht wirklich wusste, wie man es am besten ausdrückt. Aber ich habe mich, während ich jetzt das Album auch gehört habe und wie du ja sagtest, sind ja 10 ältere Songs neu arrangiert, plus die 3 neuen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, inwieweit so ein bisschen diese Erinnerung an die Tamara auch so immer mitschwingt. Ich meine, das ist ja unweigerlich damit verbunden, oder nicht? Oder welche Rolle spielt das denn für euch? Hat man es verstanden, wie ich es meine? Ich weiß es nicht. Ja, doch, hat man verstanden. Naja, das natürlich schwingt Tamara speziell auf diesem Album. Ich meine, wenn man die alten Songs nochmal neu angeht, dann lässt sich das ja gar nicht ausblenden. Uwe erzählt das immer ganz schön so in Interviews. Manchmal sagt, wenn man sich Songs wie Bataillon d'Amour oder Montclamotte im Kopf herbeizitiert, wird man das immer mit Tamaras Stimme hören. Hm. Und in diesem Sinne ist sie gerade bei den alten Songs natürlich immer mit dabei. Dazu kommt, dass wir uns ja im 25. Jahr ihres Todes sozusagen befinden und das auch als ein Tribut ein bisschen gesehen werden kann, dieses Album, an die Zeit mit ihr, ne, die natürlich vielleicht die wichtigste Zeit überhaupt der Band war und in dem ja auch ganz viel entstanden ist und und da würde ich mal sagen, habe ich vergessen, was ich sagen wollte, ehrlich gesagt, worauf ich hinaus wollte. Das ist ganz einig. Das Kuriose ist, dass
wir haben das ja gar Ach so, nicht Tamara, geplant, ja, richtig. sozusagen. Wir haben das ja gar nicht geplant, auch dieses Album mit dem 25. Todestag in irgendeine Stimmt, Verbindung zu ziehen. Aber es ist natürlich eine Reminiszenz an sie, an die Zeit mit ihr, an die Lieder, die mit ihr entstanden sind. Dadurch, dass eben so viele schöne Sachen, ich nenne mal jetzt Bye Bye oder Instand besetzt, wie das Album ja auch heißt, ist ja ein Instand besetzt, ist ein Song von dem 96er Album, also von dem letzten, was wir mit ihr machen konnten. Ja. Und vielleicht eins der schönsten Lieder auch auf dem Album. Und sowas ist natürlich mit ihr zusammen. Ja? Das bleibt, das geht nicht mehr weg. Und dazu kommt, wenn man es anders neu interpretiert. Ja. Ja, und dazu kommt, dass wir sie sozusagen auch wieder sehr subtil sozusagen haben mit auftauchen lassen. Das heißt in Form von Tonspuren von ihr, original. Zum Beispiel beim Titel Instand besetzt, den Uwe gerade gesagt hat. Und wo war das noch, Uwe? Hilf mir. Vorne, bei Unterm Asphalt. Na, unterm Asphalt, sie, genau. Sie, unterm sagen, Asphalt. Sie bildet so gewissermaßen beim ersten und letzten Lied, bildet sie sozusagen eine Klammer. Sie ganz wirklich im Hintergrund, vielleicht versteckt. Das wird vielleicht noch nicht mal jeder registrieren, aber sie ist damit bei, ihre Stimme. Genau. Ja. Sehr cool. Ist euch das später eigentlich dann schwer gefallen? Ich meine, klar, jetzt hatten wir ja schon über Julia gesprochen, über Anna, vorher Anna Los. Habt ihr da irgendwann mal das Gefühl gehabt, so, oh, jetzt versuche ich gerade so einen Maßstab anzulegen Richtung Tamara? Wie schwer ist einem dann gefallen zu sagen, okay, das ist jetzt die neue Sängerin und da fangen wir jetzt nicht mit dem Tamara-Maßstab an? Habt ihr das irgendwann mal so, wenn auch unbewusst gehabt, dass ihr so ein bisschen verglichen habt? Naja, klar. Klar, also die Latte hängt schon irgendwie hoch. Ja. Wir legen allerdings auch wirklich Wert darauf, dass die Sängerinnen wirklich bei sich bleiben. Das ist schon ganz wesentlich. Das darf nicht sein wie ein Cover von uns selbst. Das, genau. Das ist nicht gut. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich sozusagen eine Verantwortung dem Song gegenüber. Man kann den nicht von Kopf auf die Füße von den Füßen auf den Kopf stellen, so rum. Und das ist gar nicht so leicht. Das haben wir gemerkt bei dem einen oder anderen Lied, sozusagen das Niveau zu erreichen. Aber ich denke, mit viel Einfühlungsvermögen und so ist, und auch von der Mädels vor allen Dingen, die müssen sich ja reinfinden in das Lied und das für sich interpretieren, so dass sie bei sich sind und trotzdem sozusagen dem Lied gerecht werden. Ne? Das ist immer schwierig, wenn es schon mal ein Vorbild gibt, wenn es schon eine Version gibt, ja, die vielleicht gut war. Aber ich denke mal, das haben die super hingekriegt. Ja? Das Gute ist natürlich, dass wir 2019 schon mal live mit diesen Songs unterwegs waren. Das ist ja nur, ist ja quasi eine Auswahl aus diesem Repertoire. Damals über 60 Songs, die geprobt wurden. Und dass ich schon mal das... sich da reinfinden konnten. Also relativ lange Probe und intensive Probezeit und so. Und dann jetzt nochmal gut anderthalb Jahre danach nochmal die Studioproduktion. Das war, glaube ich, eine gute Möglichkeit, sich da nochmal gut zu positionieren. Aber wie gesagt, ansonsten, Uwe hat es gerade gesagt, es war ganz wichtig, dass sie ihre eigene Interpretation da auch vorbringen. Ja. Cool. Wie seid ihr denn eigentlich auf das Cover gekommen? Ich finde, es sieht so wunderbar schlicht aus irgendwie. Ich meine, klar, ich weiß, eigentlich in Stand besetzt, Haus, ne? War mir schon klar, aber wie kam denn die Idee so? Also das ist ja schlicht, aber gut. Ja, die letztendlich die Idee mit diesem Haus hatte unsere Fotografin, die Friederike. So. Ja. Und und das ist aber sozusagen gerührt von einem Text, den ich mir mal so, eine Notiz, die ich mir mal gemacht habe, da ging es eben um Instand besetzt und so. Das war dann irgendwann klar, dass das ein guter Titel für das Album ist, weil es ja in irgendeiner Form das so ein Gleichnis auch für die Band ist. Ja, wir sind eigentlich, habe ich dann so gesagt oder aufgeschrieben, wir sind eigentlich wie so ein Haus, was so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und was so schon auch ein paar, wo der Putz auch schon mal bröckelt und ein paar Ansprüche hat es auch schon hinter sich. Und aber es hat irgendwie so eine gute Substanz und gibt immer wieder Neues drin zu entdecken. Und wir haben es stetig erweitert irgendwie und umgebaut. Und es ziehen auch immer mal wieder Leute ein, die das Instand besetzen. So, ne? Also das Gleichnis zu dieser Instandbesetzer-Szene aus dem West-Berlin der 80er Jahre, das gefiel uns irgendwie ganz gut. So. Und daher rührt dieses Cover. Ja, genau. Aber die Hauptbesetzer sozusagen, die uns letztendlich jetzt instand besetzt haben, sind die beiden Frauen. Ja? Die sind eingezogen bei uns, haben mit uns eine WG gemacht und wir haben unser erstes uneheliches Kind bekommen gerade.
Was sagt denn das ältere Haus mit den Anstrichen dazu, wie sich das Musikgeschäft im Laufe der letzten 4 Jahrzehnte verändert hat? Das ist schon extrem. Also da muss man auch immer wieder neu dazulernen, sozusagen damit umzugehen, ne? Glücklicherweise haben wir an unserer Seite auch einen diesbezüglich ziemlich versierten Mann, interessierten Mann, auch immer nach vorne schauenden Mann in Form von Ulf, unserem Manager, der uns da ganz gut durchführt. Aber ich denke, wir sind schon auch selbst interessiert, dran zu bleiben und immer zu gucken. Aber es ist schon wirklich extrem, wie sich das verändert hat alles. Man nur alleine die Veränderung auf dem physischen Markt, also sprich CDs, LPs etc. anguckt, wie das zusammengebrochen ist. Da muss man sehen, wie man damit umgeht und so. Das ist schon schwierig. Ganz zu schweigen von bestimmten Sachen, die auch inhaltlicher Art sind. Also, dass es doch sehr, sehr schmal geworden ist, und sehr schwer, wenn man mit bestimmten Ansprüchen, zum Beispiel musikalisch, sich anders, aufstellt, irgendwie, oder ein bisschen experimenteller. Ich will das Wort fast kaum verwenden, weil es würde vielleicht was anderes assoziieren. Aber das geht ja heute schnell, dass man als solches sozusagen, gesehen wird. Und dasselbe im textlichen Bereich, das ist schon alles sehr viel schwieriger geworden, als es zum Teil früher war. Ja, weil Ja, da so aber eine Art na, früher gab Marktzensur. es einfach ganz andere Probleme. Also Probleme gab es ehrlich gesagt immer, muss ich mal so sagen. Und solange die Heizung funktioniert und das Dach dicht ist, wird dem Haus nicht viel passieren. Es kommt eben auf die Besetzer an. Ne? Okay, jetzt gut den Bogen zum Album bekommen, war super. Wenn ihr jetzt so an die nächsten Monate denkt, ich sage jetzt mal normal, ja, das ist ein Album, Songs neu aufgenommen, neue Songs. Man würde jetzt denken, okay, jetzt steht die nächste Tour an. Ich habe ja auch, ja, wir haben es ja auch vorhin schon angesprochen, ne? Es gibt ein paar Promotermine oder ein paar viele Promotermine. Aber wie steht ihr denn so dem nächsten Sommer, dem nächsten Frühjahr tourtechnisch gegenüber? Was glaubt ihr denn, was geht und was geht nicht? Glauben ist ein gutes Wort. Falls Oder was lieber hofft ihr Hoffnung. denn? Hoffen, ja. Ja, das wissen wir. Ganz ehrlich gesagt, wenn man ganz ehrlich antworten soll, muss man sagen, wir wissen es noch nicht mal zu 100% zu beantworten für diesen Herbst, also sprich für unsere Tour im Oktober, November. Wir haben natürlich größte Hoffnung. Die Tour besteht auch, die gibt es und wir haben die weder abgesagt noch sonst wie was. Und wir glauben halt ganz fest dran, dass es stattfinden wird. Allerdings bleibt die Möglichkeit, dass Dinge passieren, die wir nicht zu beeinflussen haben oder nicht beeinflussen können und dass es vielleicht dann doch nicht so klappt, wie wir uns das Das wünschen. Problem ist ein bisschen auch, dass das eben sozusagen diese verschiedenen Regelungen in den verschiedenen Bundesländern, manchmal ist es ja sozusagen von Haus zu Haus verschieden. Und das macht es nicht unbedingt einfacher für so eine Produktion auch sozusagen, die ja geplant und kalkuliert werden muss. Und also diese Planungssicherheit ist das größte Problem. Unsicherheit, sage ich, nicht Planungssicherheit, sondern Unsicherheit ist für uns eigentlich das größte Problem. Also wenn man wüsste, womit man umgehen kann, dann wäre vieles leichter und klarer zu beantworten auch. Aber ich denke mal im nächsten Jahr, also gut, ich habe schon viel gedacht in den letzten 2 Jahren. Ich glaube, das Aber ging im allen so, nächsten ja. Jahr müsste das doch wohl alles wieder funktionieren. Ja, Ja. also die Hoffnung stirbt zuletzt, das ist ein dämlicher Spruch, aber das ist so. Ja. Ja. Oh, ihr hört Wir es. sind auch jetzt schon scheu, wir haben auch jetzt schon unsere Scheuklappen aufgesetzt und warum sollten wir die dann absetzen? Also. Auf das Haus, genau. Ja. Ja, wir hört mal, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass wir über das neue Gerne. Album gequatscht haben. Ich hoffe, dass wir euch demnächst zumindest erstmal im Fernsehen auch öfter noch sehen und dann halt wirklich auch in live irgendwann. Würde mich sehr freuen.